Hallo zusammen, ich habe hier eine ganz spezielle Tiefkühltruhe, eine Labortiefkühltruhe, hat 65 Grad minus. Wir schauen uns jetzt das im Detail an. Wir sehen hier unten sitzen zwei Kühlmaschinen, weil das ist ein Kaskadenkühlsystem. Sehr viel in diese Truhe reingepackt. Wir haben hier etwa doppelt so viel Leistung wie Standard. Aus diesem Grund wurde es hier eng, unten relativ eng. Wir haben zusätzlich einen Lüfter, der eigentlich auch nicht drin ist bei Standardgeräten. Hier sehen wir das Tippenschild dieser Truhe. Ist eine verstärkte Ausführung. Wir haben oben drauf einen Chromstahldeckel. Wir haben hinten einen verstärkten Kondensator. Das Steuerpanel ist extern, das ist ein absoluter Sonderbau. Und wir haben innen drin alles verstärkt mit Chromstahl, ein Holzrost. Und was hier reinkommt bei den Temperaturen, kann ich euch nicht sagen. Ihr seht hier, steigt der Nebel auf, eben minus 65 Grad. Hier werden spezielle Teile eingelagert für einen Test. Also mit Kran werden die hier reingehoben. Und was speziell ist, wir brauchen diese Breite. Durch das haben wir Standard, haben wir 12 cm Isolation und hier nur 6, weil wir brauchen die Größe und auch die Zeit zum Runterkühlen. Aus diesem Grund ist das eine absolute Sonderanfertigung von der Leistung her. Ja, das war's gewesen von einer Tiefkühltruhe oder Ultra-Tiefkühltruhe. Einen weiteren Link mache ich euch hier oben für eine andere Tiefkühltruhe, eine Standard. Und klar könnt ihr mir auch wieder mal ein Abo dalassen. Dann kommt weiterhin so Sachen, die wir hier fertigen.